euch. Ja? Ja. Also jetzt kommt der Kollege Birkwald. Mal sehen, wie er das jetzt meistert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht enttäuschen, Herr Präsident. Es ist der seltene Fall, dass ich einer Rede des Herrn Kollegen Kolb mal fast komplett zustimmen kann. Also dafür herzlichen Dank, lieber Kollege Kolb. Aber dir, lieber Toni, herzlichen Dank für deine Arbeit hier. Die Wertschätzung ist eben schon gesagt worden. Ich kann mich dem nur anschließen und formuliere, du wirst uns hier fehlen. Und danke für die Zeit mit dir. Aber jetzt geht's wieder zur Sache. Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt, das Risiko in der Altersarmut zu landen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Altersarmut ist schon heute ein Problem, und im Antrag der Grünen heißt es mit Blick auf die Zukunft, ohne Gegenmaßnahmen wird die Altersarmut in den nächsten Jahren gravierend zunehmen. Traurig, aber wahr. Schwarz-Gelb ist bei diesem Thema ein kompletter Totalausfall. Von der Bundesregierung kommt zur Bekämpfung der Altersarmut kein Gesetzentwurf, kein Antrag, rein gar nichts, seit fast 4 Jahren. Und bald gibt es ja Schulzeugnisse. Im Fach Bekämpfung der Altersarmut, Herr Staatssekretär, kriegt Schwarz-Gelb nur ein Armutszeugnis. Sätzen 6. Die Grünen haben nun einen Antrag zur Bekämpfung der Altersarmut vorgelegt. Da steht viel Richtiges drin, zum Beispiel zu den Verwerfungen am Arbeitsmarkt und dass das Auseinanderdriften in viele Arme und wenige Reiche verhindert werden muss. Dafür kämpfen wir Linken schon lange. Meine Damen und Herren, die Renten sinken. Jeder Rentnerjahrgang, der neu in die Rente geht, hat im Durchschnitt weniger Rente als der Jahrgang zuvor. Warum? Unter anderem, weil SPD und Grüne zu ihrer Regierungszeit das Rentenniveau abgesenkt haben. Eine Rente von ehedem 1.000 Euro wird im Jahr 2030 eben nur noch 800 Euro wert sein. Und das ist eine wesentliche Ursache für die Altersarmut von heute und morgen. Und die Grünen wollen das Rentenniveau weiter absenken. Und das hat die Kollegin Brigitte Podmer vergangenen Oktober offen in der Neuen Osnabrücker Zeitung zugegeben. Und niemand hat ihr widersprochen. Ich sage Ihnen, wer das Rentenniveau weiter absenkt, ist für mehr Altersarmut verantwortlich und nicht für weniger. Und das ist nicht in Ordnung. Wir Linken wollen das Rentenniveau wieder auf 53% anheben, also so, wie es im Jahr 2000 war, bevor SPD und Grüne die Renten in den Sinkflug getrieben haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rente erst ab 67 wird für die ganz große Mehrheit der Beschäftigten nichts weiter sein als eine gigantische Rentenkürzung. Fast alle Fliesenleger und Erzieherinnen können nicht bis 67 arbeiten, und keine 10% der 64-Jährigen haben überhaupt noch einen Vollzeitjob. Schon heute geht jeder Zweite mit Kürzungen in die Rente. 109 Euro im Schnitt. Und mit der Rente erst ab 67 werden sich diese Rentenkürzungen langfristig fast verdoppeln. Und damit ist klar, die Rente erst ab 67 ist eine weitere Ursache für Altersarmut. Was machen die Grünen? Sie halten an der Rente erst ab 67 fest, und das ist die Wahrheit, das geht nicht. Meine Damen und Herren, sinkendes Rentenniveau und Rente erst ab 67, das ist eine ganz gefährliche Kombination. Für viele normal- oder schlecht verdienende jüngere Beschäftigte, die nach 1964 geboren sind, bedeutet das schlicht, sie müssen im Alter in Armut leben. Und das will die Linke mit aller Kraft verhindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Altersarmut bekämpfen, mit der grünen Garantierente klappt das nicht. Das ist eine Mogelpackung. Warum? 2/3 der armen Alten sind Frauen. Altersarmut ist überwiegend weiblich. Um die grüne Garantierente zu erhalten, muss jemand aber mindestens 30 Versicherungsjahre vorweisen können. Und diese Bedingung soll ab sofort gelten. Das heißt, jede zweite westdeutsche Rentnerin würde leer ausgehen. Mehr als die Hälfte der Westrentnerinnen erreichen nämlich derzeit die geforderten 30 Versicherungsjahre nicht. Und eine Garantierente, die sie nicht bekommen, die nützt ihnen auch nichts. Und sie nützt ihnen auch deshalb nichts, weil sie nur für Neurentnerinnen und Neurentner gedacht ist. Menschen, die also schon heute unter Altersarmut leiden, lassen die Grünen im Regen stehen. Und das
ist für uns Linke vollkommen inakzeptabel. Und nun zur Höhe Ihrer Garantierente. 30 Entgeltpunkte sollen es sein. Das sind ab dem 1. Juli 844,20 € für eine Alleinstehende. Brutto. Netto sind das dann noch 757 €. Und das sind gerade mal 50 € über dem Bruttobedarf der Grundsicherung im Alter. 50 € mehr sind viel Geld. Altersarmut verhindern Sie nicht. Und wegen des sinkenden Rentenniveaus werden die 30 Entgeltpunkte jedes Jahr weniger wert. Die grüne Garantierente ist demnach eine Armutsgarantie. Deswegen, sorry, Ihr Konzept ist halbherzig. Meine Damen und Herren, die Linke fordert gute Arbeit statt Leiharbeit und andere prekäre Jobs, 10 € gesetzlichen Mindestlohn und gute Renten deutlich über der Armutsrisikogrenze für alle, die jahrzehntelang eingezahlt haben. Und als Schutz vor Altersarmut fordert die Linke eine solidarische Mindestrente von zunächst 900 und dann 1.050 € netto, steuerfinanziert und einkommens- und vermögensgeprüft für alle Menschen, die sie brauchen, damit niemand im Alter in Armut leben muss. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun Frank Heinrich für die CDU-CSU-Fraktion.